So, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem ersten richtigen Heimspiel seit fast 5 Jahren. Beide Cheftrainer sind da, von Hansa Rostock Jens Hertel, unser Cheftrainer Lukas Kwasniok. Kurz sehen wir noch zum Ablauf. Im Moment ist ja alles ein bisschen anders. Nach den Statements der Trainer könnt ihr eure Fragen stellen. Anschließend werden beide Trainer den Raum verlassen. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr, noch Fragen zu stellen, bevor dann jeweils 2 Spieler der Teams nochmal hierher kommen. Herr Hertel, ich würde Sie bitten, Ihr Statement zum Spiel abzugeben. Ja, zuerst einmal Glückwunsch an Saarbrücken. Tut natürlich uns ein Stück weit weh, weil ich denke, dass trotzdem in diesem Spiel für uns mehr drin gewesen wäre. Wir sind ein Stück weit bestraft worden für schlechte ersten 10 Minuten, wo wir, glaube ich, gar nicht reingekommen sind, wo sie Standards rausgeholt haben und dann diesen Elfmeter, ich weiß nicht, ob es einer war, dann ein bisschen unglücklicher, der Schiedsrichter zeigt erst auf der Ecke, aber er hat ihn dann gegeben. Und dann rennst du natürlich diesen Tor ein Stück weit hinterher. Ich glaube, wir haben uns dann ein Stück weit geschüttelt, sind dann selber besser ins Spiel gekommen, haben auch Möglichkeiten rausgespielt nach vorne. Ein Lattenschuss von Pascal Breyer, da waren 3, 4 Situationen, wo ich schon im Strafraum war, wo wir nicht zum Abschluss gekommen sind. Natürlich mussten wir immer aufpassen auf Saarbrückens Offensive, die mit viel Tempo dann auch immer wieder tiefe Läufe angezogen haben. Wo wir nicht alles wegverteidigt haben, also wo sie, glaube ich, auch immer eine große Situation hatten, 1-1 auf Markus Kolke, den er gut gehalten hat. Und zu der Halbzeit denke ich, dass wir unheimlich viel Druck gemacht haben, unheimlich viel in dieses Spiel investiert haben. Uns eine Menge Halbsituationen, wo wir uns am Flügel bis zur Grundlinie durchgespielt haben, wo der letzte Ball nicht gekommen ist, wo wir es da drüben sehr schwer gemacht haben. Wie gesagt, klar, das ist dann immer, wenn du ein Stück weit aufmachen musst, dass du dann einer anderen Konter dann halt kriegst, wo sie hätten durchaus auch das zweite früher machen können, aber was mich dann noch ärgert, das war aus dem eigenen Einbruch, wenn das zweite Tor kriegen und dann war es ein Stück weit weg, auch wenn, sag ich mal, die Mannschaft am Ende des Tages bis zum Ende ihr Ding dann durchgezogen hat und alles investiert hat, um trotzdem noch irgendwie nochmal ranzukommen. Damit war ich schon auch zufrieden, aber natürlich mit der Effektivität vom Tor und mit dem letzten Pass kann man natürlich nicht zufrieden sein, aber ansonsten war das schon noch kein schlechtes Auswärtsspiel, was wir gemacht haben. Aber am Ende ist es halt dritte Liga, zählt halt Ergebnis. Und da war Saarbrücken natürlich schon vor dem Tor in den 2 Situationen dann im Keller. Und deswegen nehmen sie diese 3 Punkte. Vielen Dank. Lukas, Glückwunsch zu den 3 Punkten zu Hause. Was sagst du zum Spiel? Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Tag zusammen. Unterm Strich würde ich das natürlich etwas anders sehen. Ich finde, dass wir schon auch verdient 2-0 gewonnen haben. Ich fand, dass wir die etwas bessere Spielanlage hatten, hatten das Glück, natürlich einzelne Führungen zu gehen, die Fans im Rücken zu haben. Und so wie es letzte Woche eben in Lübeck dann auch schwer ist, gegen dieses Publikum, gegen ein 0-1 anzugehen, so befreiend war es für uns. Und ich finde, wir müssen einfach deutlich früher das 2-0 machen, einen Tick geduldiger Fußball spielen. Und natürlich, gerade die Chance von Bayer, wie er rein auf den Keeper zuläuft, war schlussendlich aus der eigenen Ballbesitzphase. Wir einfach geduldiger, mehr verlagern müssen, uns nicht am Flügel verspielen dürfen. Aber ich finde, unterm Strich war eine gerechte 1-0 Halbzeitführung. Ja, und dann ist es halt so, dass Rostock ja auch Qualität hat und der Druck wird zunehmend größer. Wir haben extrem viel investiert. Wir wollten den Zuschauern was bieten. Wir wollten von Beginn an dieses neue Zuhause zu einer Festung werden lassen. Das habe ich vor dem Spiel schon angekündigt. Deswegen vielen Dank an die Mannschaft, dass sie in der Lage war, das auch umzusetzen. Und mit der Unterstützung der Fans haben wir diese kritischen Situationen, die Druckphasen von Hansa dann auch überstanden. Und dass dann das 2-0 aus dem Einwurf natürlich für den Gegner fällt. Das ist eine typische Fußballerkrankheit, der Einwurf, Klassiker. Und war dann trotzdem gut und geduldig rausgespielt, 2-mal quer minus, glaube ich, dann Tobi und Schippi dann vollendet, dann war das Spiel schon auch irgendwo durch. Ich möchte, das mache ich an sich erstmal äußerst ungern, aber ich finde, er hat es verdient. Ich habe das schon bei den Kollegen in den Interviews angedeutet, als ich hier übernommen habe. Dann übernimmst du eine absolut intakte Mannschaft und hast so einen Wahnsinnskapitän an deiner Seite, was der heute reingehauen hat, was der Bälle weggeköpft hat, sich wirklich in jede Murmel reingewuchtet hat. Da können die anderen Spieler gar nicht anders als genauso das eben auch anzunehmen. Deswegen an dieser Stelle
danke Jungs, danke Fans, danke. Aber wir haben jetzt genau ein Spiel gewonnen und müssen jetzt 36 Mal nur noch leiden und dann ist es auch wieder vorbei. Leiden meine ich in Form von Laufbereitschaft und sich eben die Bälle zu werfen. Ansonsten natürlich Hansa, guten Nachhauseweg. Wir kennen das aus der vergangenen Woche. Wow. Hast du das Gefühl, nie zu Hause anzukommen? Aber, ja. Alles Gute für die Zukunft, für die Saison und wir freuen uns natürlich auch schon auf das Rückspiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gibt es jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte ein kurzes Handzeichen, wenn jemand Fragen hat. Bitte. Ja, Frage an Jens Hertel. Sie hatten vor dem Spiel vor der Euphorie der Leidenschaft und dem Biss des Aufsteigers gewarnt. Genauso ist es losgegangen. Woran hat es denn gelegen, dass man da nicht gleich von Anfang an so gegenhält, dass das so nicht passiert? Ja, weil du musst es immer erstmal physisch spüren. Du kannst ja immer viel erzählen, viele Videos zeigen, aber du musst es dann halt spüren. Und dann rennst du dann ein Stück weit hinterher, haben auch die zweiten Bälle nicht gewonnen und dann immer mit Gesicht eigenem Tor verteidigt. Und das sind immer halt diese 10 Minuten sperrig in dieses Spiel reingekommen. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar Fehler gemacht, die dann dazu geführt haben, ja, dass wir halt so eine Drucksituation entstanden sind. Und das müssen wir uns angreifen. Das habe ich der Mannschaft auch noch im Spiel gesagt. Du wirst halt am Ende bestraft auch für diese schläfrigen 10 Minuten am Anfang. Patrick? Lukas, du hast gerade ein Spiel gewonnen, aber ich glaube, ein ganz wichtiges, weil es geht ja ein bisschen in die Geschichtsbücher ein. Ist dir die Dimension schon klar oder ist dir das, naja, egal, vielleicht nicht, aber nebensächlich? Schwierig zu beantworten. Also das fühlt sich für uns natürlich gut an, aber ich hoffe, dass wir weiterhin genauso gallig sein werden, Spiele daheim und auch auswärts gewinnen zu wollen. Das wird ja die Freude nicht weniger lindern. Ich glaube natürlich, du wirst in diesen Geschichtsbüchern eines Tages landen, aber das bringt uns genau gar nichts, wenn wir die nächsten Spiele nicht gewinnen. Die zweite, Dominik. Lukas, wie wichtig ist das Ganze für Selbstvertrauen? Wenn man als Aufsteiger in ein neues Stadion kommt, sind ja auch die Medien, die dann irgendwann sagen, drei Heimspiele nicht gewonnen, Heimflug in der Liga noch unbesiegt. Wie wichtig ist es gleich, das erste Spiel zu gewinnen und nach zwei Spielen ungeschlagen zu sein? Es gibt nichts Besseres für das Selbstvertrauen als Siege. Du kannst Teambuilding-Maßnahmen machen, noch ein Löcher. Du musst Spiele gewinnen. Und deswegen gibt uns das Auftrieb, aber wir können es einordnen. So wie Jens schon auch gesagt hat, das Spiel hätte auch durchaus kippen können. Also es war jetzt nicht so, dass wir komplett souverän 2-0 gewonnen haben und sagen, dann kommt wer will. Nächste Woche ist genauso. Ich bin einfach nur schon auch extrem schon überrascht gewesen und vor allem auch stolz, wie wir diese Aggressivität, die Rostock vergangene Woche gegen Duisburg auf den Platz gebracht hat, wie wir da dagegen gehalten haben. Und deswegen allen voran Manu Zeitz hat die anderen da mitgenommen. Und deswegen, es wird nicht leichter nächste Woche werden, das ist nun mal so, aber es gibt uns natürlich Aufträge. Gibt es weitere Fragen? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann schließe ich mich an, wünsche einen guten Nachhauseweg. Danke. Und hier geht es dann gleich weiter mit den Spielern. Vielen Dank. Kann ich Ihnen schon mal sagen, wer kommt? Also von Hansa Rostock werden die Spieler Markus Kolke und Bentley Wechsler-Bahn kommen und von uns Niklas Schipnowski und Sebastian Jakob. Also, Niklas Schipnowski und Sebastian Jakob sind da. Sebastian, weißt du, dass in der nächsten Chronik des 1. FC Saarbrücken dein Name mindestens einmal erwähnt wird? Sowieso jetzt schon öfter, aber du bist der erste Torschütze im neuen Ludwigspark. War dir das während des Spiels schon bewusst? Also, bewusst war mir das nicht. Nehme ich natürlich gerne mit, aber ich glaube auch, wenn jetzt jemand anderes das Tor gemacht hätte und wir hätten da 2-0 gewonnen, dann wäre ich genauso zufrieden gewesen. Niklas, wie war es heute mal vor Publikum zu spielen, die für euch sind? Ja, war auf jeden Fall wieder eine schöne Erfahrung, heute 900 Leute dabei gehabt zu haben. In Lübeck waren unsere Fans leider nicht dabei. Ich denke, heute beim Einlaufen hat man schon gemerkt, da sind heute zwar nur 900 da, aber nicht den voll hinter uns und das hat uns enorm weitergeholfen. Dann gibt es jetzt doch alle Fragen. Klaus. An beide. War euch die historische Dimension bewusst? Insgesamt dieses Spiels oder habt ihr einfach gesagt, wir gehen jetzt mal da rein und hauen die weg? Soll ich mal starten? Also ich meine, klar, natürlich, ich bin ja aus dem Saarland, ich weiß schon, was das den Menschen hier bedeutet und natürlich haben wir uns auch extrem gefreut. Geile Sache einfach. Und
Wenn wir dann einfach das Spiel natürlich auch, ich sag mal, dementsprechend gewinnen, weil ich denke, es war ja nicht nur jetzt der Sieg, sondern auch einfach die Leistung, die überzeugt hat, ist das alles in allem einfach eine geile Sache. Und dass es dann ja total historisch ist, dass wir jetzt das erste Spiel im neuen Ludwigspark nach 5 Jahren oder was gewinnen, ist einfach umso schöner. Da kann ich mich nur anschließen. Ich komme, bin zwar Neuzugang, aber es gibt natürlich Spieler wie Sebi oder Manu, die Saarländer sind, die geben einem das dann auch so weiter. Aber natürlich weiß ich auch, dass der Ludwigspark zu Saarbrücken gehört und die Fans da seit Jahren drauf brennen, dass er endlich fertig wird und sie wieder hier Fußball schauen können. Und von daher war das natürlich nochmal ein Ansporn. Nichtsdestotrotz ging es um 3 Punkte, die haben wir eingefahren und sind sehr glücklich darüber. Gibt's weitere Fragen? Patrick? Die Situation aus deiner Sicht für uns von oben, wir haben auch relativ schnell Hand gerufen, war vielleicht aber auch aus Reflex. Wie hast du das gesehen? Ja, also der Ball kam gut da auf den zweiten Pfosten. Ich treffe ihn dann auch ganz gut. Ich glaube, er wäre auch aufs Tor gegangen. Es geht natürlich alles extrem schnell. Und ich habe auch so erst im zweiten Moment eigentlich gedacht, oh, ich glaube, das war die Hand. Ja, ich habe jetzt keine Bilder bisher gesehen, aber ich glaube schon, dass es zu Recht war. Dominik? Schippi, du bist ja Pfälzer. Wie fühlt sich das an als Pfälzer, weil das Ding sich hier so vor FDK zu stehen? Ja, das ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Wer da ab und zu ein bisschen aufgezogen von unserem Zeug war oder auch von Marco. Sprüchen, du scheiß Pfälzer, muss ich hinnehmen. Aber wie gesagt, bin sehr froh, hier zu sein. Es ist eine geile Mannschaft. 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen hätten wir alles unterschrieben, aber wir haben auch an uns geglaubt und wussten, dass absolut heute ein Sieg drin ist. Und ich denke, wir brauchen uns von niemandem verstecken. Das hat man heute wieder gesehen. Anweise nochmal die Frage, wie wichtig ist es so für die Moral, direkt in die Saison mit dem Heimsieg zu starten, dass dieses Gerede nicht losgeht, Heimkomplex, noch kein Spiel in der Liga gewonnen. So für den Saisonverlauf, was sagt das aus? Ja, ich denke mal, von einem Komplex zu sprechen, wenn wir heute nicht gewonnen hätten, wäre vielleicht etwas übertrieben gewesen, aber nee, tut natürlich gut. Ne? Ich meine auch gerade das erste Spiel jetzt im Ludwigspark, dass man das auch souverän nämlich gewinnt. Das tut einfach gut und wir drücken den für die weiteren Spiele. Also ich für mich freue mich jetzt einfach schon total auf die nächste Woche, weil wir genau wissen, okay, da sind wieder 900 Leute dabei, die uns alle unterstützen, die einfach noch mal ein paar Prozent mehr bringen. Ja, und das ist einfach eine geile Sache. Magst du noch was ergänzen? Ja, ich denke auch, hätten wir das Ding heute nicht gewonnen, wären natürlich wieder Stimmen da gewesen. Ah, noch kein Spiel gewonnen, das hast du überall, vor allem im Traditionsverein. Die Leute ja, wollen erfolgreichen Fußball sehen und umso besser, dass wir heute einen Sieg eingefahren haben. Aber selbst wenn es mal nicht so läuft, dürfen wir uns nicht aus der Bahn bringen lassen. Wir wissen, was wir können und dann einfach weitermachen und im nächsten Spiel in 2 Jahren. Patrick hatte noch eine Frage. Sebi, was so ein bisschen aufgefallen ist, es ist schon ein deutlicher Unterschied in der Körperlichkeit, was Drittliga und Regionalliga so ausmacht. Seid ihr schon angekommen? Ja, ich denke, man hat ja vor allem letzte Woche gesehen, dass wir vielleicht ein paar Minuten gebraucht haben oder generell nicht so gut in das Spiel reingestartet sind, was vielleicht auch an ja, so ein bisschen der fehlenden Aggressivität gelegen hat. Und das haben wir heute einfach revidiert. Ja. Also ich denke, da hat man schon gesehen, dass wir von Anfang an die Zweikämpfe gewonnen haben, sehr gut auf die zweiten Bälle auch gekommen sind und ja, kann man schon sagen, dass wir in der Liga angekommen sind, wenn man zu Hause 2-0 gegen Rostock gewinnt und wie ich schon gesagt habe, auch echt überzeugend, denke ich. Aber ganz wichtig, dass wir die Zweikämpfe annehmen, das hat unser Trainer uns halt auch vorher schon gesagt, dass das ein entscheidender Faktor sein wird. Und ich denke, das haben wir gut umgesetzt. Dominik? Du hattest den letzten Elfmeter verschossen, gut, dann macht es rein. Heute war es Frühelfmeter, war völlig klar, dass du ihn schießt, oder? Für mich ja. Solange man keiner den Ball haben will, ja, gibt es auch keine Diskussion mehr. Sind alle Fragen geklärt? Das ist offensichtlich der Fall. Dann wünschen wir unseren Kollegen einen guten und sicheren Nachhauseweg. Für uns geht es nächste Woche Sonntag weiter. Schönes Wochenende und bleibt gesund.